Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Star Wars Empire at War. Mein Name ist Iron Skull und wir werden dieses schöne Spiel jetzt mal ein bisschen zocken. Um genau zu sein, durchzocken. So, kurze Info bevor wir anfangen. Ja, muss sein, tut mir leid. Wir können dieses Spiel nicht mit Musik spielen wegen Copyright und bla bla und bliblu. Finde ich doof. Als riesen Star Wars Fan finde ich das mega scheiße, weil die Musik ist einfach geil. Naja, im Hintergrund seht ihr schon ein bisschen, was abgeht. Das ist jetzt aber nur so ein bisschen Vorgeplänkel hier. Fangen wir einfach mal an. Neue Kampagne. Wir spielen mal auf, weil wir voll die harten Jungs sind, spielen wir auf Mittel. Wir spielen die imperiale Kampagne. Sounds sind natürlich aktiv. Und es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Ich lese das jetzt alles vor, weil mit Musik wäre das jetzt, müsste ich eigentlich nicht sagen. Ich lese es jetzt aber vor, weil keine Musik und so. Also los geht's. Empire at War. Der tyrannische Imperator Palpatine herrscht über die gesamte Galaxis. Nur eine kleine Rebellenallianz leistet noch Widerstand. Und wagt es, das militärisch weit überlegene Imperium herauszufordern. Doch der Todesstern, die ultimative Waffe des Imperiums, steht kurz vor seiner Vollendung. Er droht, die Rebellion zu zerschlagen, denn sobald er einsatzbereit ist, hat das Imperium die Macht, ganze Planeten zu vernichten. Als jedoch ein unbekannter Verräter auftaucht und das militärische Geheimnisse des Imperiums verkauft, droht der Kampf eine unerwartete Wendung zu nehmen. Der Imperator hat daher seinen Schüler Darth Vader den Auftrag erteilt, diesen Verräter zu finden und zu eliminieren. So, kurz zur Geschichte des Spiels. Das Spiel handelt in der Zeit... Fick dich, Gewitter! Verpiss dich! Ich will aufnehmen. Also, das Spiel handelt in der Zeit von Teil 4. Ist Teil 4 im Prinzip. Also, wenn man nach filmgeschichtlich geht, müssten wir die Rebellenkampagne spielen, weil die ist nach dem Film orientiert. Naja, viel Spaß bei der Intro-Sequenz. Mein Lord, wir haben einen kleinen Vorposten der Rebellen lokalisiert, der mit Hilfe eines verlassenen Sendeturms den imperialen Funkverkehr abhört. Haben die Rebellen uns entdeckt? Nein, Sir. Wir haben ihre Sensoren blockiert, bevor wir gelandet sind. Hoffentlich habt ihr recht, Commander. Wir werden die Streitkräfte der Rebellen hier mit einem schnellen Schlag eliminieren und den Verräter enttarnen. Ja, Sir. So, willkommen. So, wie ihr sehen könnt, Strategiespiel. Nicht so im Sinne von Age of Empires oder anderen Strategiespielen, Ressourcen sammeln, aufbauen. Wir haben zwar Geld, aber das generiert sich von alleine. Also wir selber müssen uns eigentlich nur auf Planetenentwicklung gucken. Und auf unsere Streitkräfte. Bevor wir jetzt irgendwas machen, schauen wir uns die Einheit an. Fangen wir an mit dem Wichtigsten. Darth Vader, Klasse Sith Lord. Die dunkle Seite ist stark in ihm. Er kann seine Feinde mühelos vernichten. Diese Einheit kann Verstärkungspunkte, Bauplätze und einige Gebäude einnehmen. Cool. So, er hat Schlag der Macht. Hebt ein feindliches Fahrzeug mit Hilfe der Macht in die Luft und zerquetscht es, bis es zerstört ist. Und Machtstoß. Darth Vader sendet eine Schockwelle aus, die feindliche Infanteristen in der Nähe vernichtet. Werden wir alles noch kennenlernen. So, die Einheit erklärt sich von selber. Sturmtruppen, imperiale Soldaten, wir kennen sie aus den Filmen. Zwei Trupps mit jeweils 9 Soldaten sind eine Kompanie. Kann Verstärkungen einnehmen. Wir sehen stark gegen Rebellensoldaten, Rebellen-Black-Soldaten. Schwach gegen die Rebellen-Artillerie, Infanteristentürme und Piraten. Ja, Sir. Dann haben wir hier die AT-ST-Kampfläufer. Stark gegen Infanterieabwehrtürme, schwach gegen C2B und T4B Panzer und Plex-Soldaten der Rebellen. Naja.
gibt hier noch ein paar Schaltflächen, die werden wir im Laufe des Spiels erklärt haben können. Hier, das kann man alles mit der Maus, Bewegungen zum Beispiel. Euer Mangel an Glauben ist beklagenswert. Wir können ihn hier, Angriffsbewegung, können wir sagen. Was ist? Aber machen wir ihr habt was gefunden? Ich bin dein Schicksal. Und du bist Lukes Vater. Luke werden wir auch noch kennenlernen, aber Twitter hat entschieden, die Leute auf jeden Gegner. Twitter? Greife Gegner an. Das ist Darth Vader. Nicht viel weg hier. Feuer. So, macht euch bereit zum Sterben. Ja, die bereit. Twitter-Umfrage, die ich damals gemacht habe. Da sind sie. Feuer frei. Position. Hat ergeben, dass wir mit den imperialen Truppen anfangen. Wie lautet eure Anweisung? Deckung für meinen Anflug. Und das machen wir natürlich bin auch. Bin unterwegs. Ihr seid geschlagen. Hier, ein T2B-Panzer. Lasst niemanden am Leben. Ein paar Rebellensoldaten. Macht eure Männer bereit. Wir geben euch Deckung. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal unsere Einsatzziele, tötet den Rebellenabschaum und macht ihren Gebäude ab Boden gleich. Gebt euren Kurs ein. Wir geben euch Deckung. Und noch macht euch bereit zum Sterben. Imperiale Kampfläufer, greift sie sofort an! Darth Vader hebt die Gebäude mit der Macht an, dadurch werden sie kampfunfähig. Ist sehr gut, finde ich gut. Mir nach! So, wir bauen hier jetzt erstmal eine imperiale Faktor-Station. Was ist? Zur Heilung der Infanteristen. Darauf lege ich nämlich Wert. Konstruktion abgeschlossen. Macht eure Männer bereit. So, wir haben jetzt am Anfang nicht viel zu tun. Wir müssen jetzt die Rebellen diese Sendeanlage wird den Rebellen nichts mehr nützen. Zerstört sie. In Ordnung, Männer. In Deckung. Meint ihr, ihr seid da drin sicher? Erwarte Befehle. Ihr könnt euch das Gerede sparen. So, schützen wir mal unsere Infanterie. Was nun? So, das war's mit denen. Wir bauen jetzt auch mal selber Geschützturm wird gebaut. Ich bin bereit. Infanterieabwehrturm und zerstören ihre Sender. Es wird geschehen. Feuer! Konstruktion abgeschlossen. Die Sendeanlage wurde zerstört, Lord Vader. Nicht im Stich. Gute Arbeit. Gut. Gebt euren Kurs ein. Unterwegs zur Sekundärposition. Jetzt werdet ihr lernen, was Leiden wirklich heißt. Ja, bei uns Gewitter ziehen Baden-Württemberg. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so gerade das Wetter so ist. Und wir ziehen jetzt erstmal hier ein Stück wie weiter. Vor einem Angriff müssen wir den Schild außer Gefecht setzen. Zerstört die Energiequelle, bevor wir zum Stützpunkt vorrücken. Imperator befiehlt. Erwarte Befehl. Sichert und befestigt diesen Ort, damit die Verstärkung landen kann. Größe ist ohne Bedeutung für die Macht. Euer Fahrzeug ist nichts im Vergleich zur Macht. Da ist der Energiegenerator. Sofort zerstören. Wie der Imperator befiehlt. So, ihr macht den Energiegenerator platt. Ja, Sir. Ihr unterstützt. Jawohl. Hier nehmen wir einen Verstärkungspunkt ein. Die Verstärkung ist im Landeanflug. Haltet euch bereit. Und wir bauen hier mal einen Reparaturpunkt. So, unsere Verstärkung landet. Der Rebellen-Energiegenerator wird gerade zerstört. Der Energiegenerator ist zerstört. Erledigt den Rest der Rebellen. Was ist? Es
wird geschehen. So, wir haben jetzt neue Einheiten, die Teilmauler, schneller Kampfpanzer, stark gegen Infanterie. Können Infanterie mühelos überrollen. Und haben eine ganz miese Spezialtechnik, nämlich die Selbstzerstörung. Böse Sache, brauchen wir nicht drüber reden. Macht Bumm. Ihr habt was gefunden? So, wir haben auch eine Kompanie, neue Sturmtruppen erhalten. Melde mich wie befohlen. Wird erkundet. Ich bin dein Schicksal. Ihr repariert euch mal durch. Vader, du übernimmst den ersten Turm. Jetzt werdet ihr lernen, was Leiden wirklich heißt. Vader kann die meisten Angriffe blocken. Kriegt aber trotzdem immer so ein bisschen Schaden. Immer schön zu sehen, wenn die Angriffe immer schön zurück auf den Turm gehen. Sehr lustig. Im Prinzip. Time Waller hat verstanden. Trotzdem sollte Vader nicht alleine da vorne kämpfen. Ich hab sie im Visier. Gebe Deckungsfeuer! Bereit. Scanne nach Gegnern. Beginne Überflug. Setze Kurs. So, und jetzt können wir die ganze Rebellenarmee einfach überfahren. Da sind sie. Sofort. Schon unterwegs. Ich habe sie im Visier. Und brauchen nicht unnötig unsere Teilmauler in die Luft jagen. Geschützturm wird gebaut. Wir können alles einfach zerstören. Geschützturm wird gebaut. Roger, bestätigt. Was ist es? Konstruktion abgeschlossen. Wird aktiviert. Information. Ziel bestätigt. So. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Gebäude zerstört. Rebelleninfanterie getötet. Konstruktion Fast. Abgeschlossen. Ihr könnt euch das Gerede sparen. Eure Inkompetenz ist besorgniserregend. Die Rebellen wurden eindeutig gewarnt. Mein Lord, wahrscheinlich ist der Verräter... Ihr habt euch das letzte Mal als Versager erwiesen, Commander. Ich komme ohne eure Dienste besser zurecht. Ja. Habt ihr auf eurer Suche etwas gefunden, Soldat? Einige Ausrüstungsgegenstände hier tragen Einheitsabzeichen der Piraten. Die Rebellen könnten mit ihnen zusammenarbeiten. Sie geben den Piraten offenbar Informationen über unsere Frachtrouten im Tausch gegen Nachschub. Rekonstruiert den Funkverkehr. Er wird uns zur Rebellion führen. Ja, Sir. Wir haben gesiegt. Yeah, wir haben gesiegt. Keine Verluste, gegnerische Verluste. Okay. Muss ich nicht verstehen. Gehen wir mal zur Galaxiskarte. Willkommen auf der Galaxiskarte. Berichte von Fondor melden, dass die Rebellen dort unsere Truppen in die Flucht geschlagen und einige Siedlungen unter ihre Kontrolle gebracht haben. Dieser bedeutungslose Vergeltungsschlag verrät uns nur ihre Position. Eliminiert sie schnell und bergt alle verfügbaren Daten über ihren Funkverkehr aus dem Schutt. Einsatzlogbuch aktualisiert. Ihr kommt mit, so. Gebäude wird errichtet. Wir errichten jetzt erstmal die für mich üblichen Gebäude. Die leichte Fabrik wird verkauft. Bauen hier dafür noch eine Kantine. Aufbau hat begonnen. Und eine Mine. In Coruscant bauen wir noch eine Offiziersakademie und ja, jetzt müssen wir halt die Gebäude bauen. Aufbau beginnt. Minen. Und Konstruktion abgeschlossen. Wir sollten gucken, dass wir ganz schnell. Aufbau hat begonnen. Aufbau läuft. Aufbau hat begonnen. Gerade hier. Vor allem hier. Aufbau hat begonnen. Hier. Minen. Warum ich nicht alle 6 Bauplätze jetzt voll mit Minen stelle, erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Wir ziehen jetzt erstmal hier ein paar Position bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Bombentruppen in den Orbit von Fondor. Navigiere. Konstruktion abgeschlossen. Und erklär mal das Interface ein bisschen. Hier haben wir die Tage. Abgeschlossen. Und
wir kriegen pro Tag... Konstruktion abgeschlossen. Ja. Am Ende des Tages kriegen wir diese Menge Credits von Minen, Handelsrouten, Schutzpunkteinkommen. Konstruktion abgeschlossen. Jetzt, da wir mehr Minen haben, kriegen wir natürlich mehr Credits. Bevölkerungslimit erhöht sich, wenn wir zum Beispiel hier, wir kriegen dann plus 13 jetzt. Also dann macht der nochmal, ich weiß nicht, wie viel gibt jetzt die 1er? Konstruktion abgeschlossen. Wenn wir die fertig haben, kriegen wir 69. Aufbau läuft. Da kriegen wir nochmal ein bisschen was. Und dann gucken wir mal. Okay, wir haben hier ein Fondo. Konstruktion abgeschlossen. Fondo ist einer der wenigen Planeten, der Großkampfschiffe herstellen kann. Mon Calamari-Kreuzer oder imperiale Sternzerstörer. Später im Spiel. Jetzt gucken wir erstmal. Die meisten Konstruktion abgeschlossen. Planeten sind, wie ihr seht, ausgebraut. Konstruktion abgeschlossen. Weil die jetzt für diesen Teil der Story nicht important sind. Die werden dann nach und nach alle freigeschalten, also macht euch da mal keine Sorgen. Konstruktion abgeschlossen. Wir ziehen jetzt erstmal Truppen zusammen. Der Teilmauler. Der Kundschafter. Der Kundschafter kommt mit. Einheit wird hergestellt. Dann schicken wir dich. Bin unterwegs. Axis. Übertragung empfangen. Setze Kurs. So, und jetzt ziehen wir unsere Einheiten hin und her. Sofort. Konstruktion abgeschlossen. Okay. Viel zu leicht. Ihr werdet einige Planeten erkennen. Alderaan haben wir hier noch als Planet. Wir haben Tatooine. Wir haben Naboo. Dagobah. Auf Bespin die Gasminen aus Teil, ich weiß nicht was, 5 oder 6, wo Han Solo eingefroren wird in bereit Carbonit oder Carbon, ja, irgendwie sowas war's. Hoth haben wir. Wir haben Yavin 4. Auf dem Mond wurde der erste Todesstand zerstört. Wir haben Endor. Dantooine. Carida. Die imperiale Werft von Kuat, Kursal, wir haben einiges, Geonosis, Botawi, also ihr werdet schon einige Planeten kennen, bestimmt, und es gibt natürlich auch viele, die neu, beziehungsweise, ja, was heißt neu, die halt aus dem Star Wars, im Imperium, aus der Star Wars Galaxie halt, lustig, gell, die Star Wars Galaxie, naja, wie auch immer. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir auf Anaxes haben wir alle Bauplätze. In Coruscant baue ich aus Prinzip keine Minen, weil Coruscant wird mein Hauptproduktionszentrum. Da wird die komplette Armee hergestellt. Später, wenn wir dann Kamino haben. Kamino? Ah, Kamino gibt's gar nicht, seht ihr? Hier hinten ist eigentlich noch Kamino und noch mal ein paar andere Planeten. Wir werden alle natürlich noch kennenlernen. Denn es gibt auch noch die Rebellenkampagne, wo dann wahrscheinlich manche Planeten gar nicht da sind, dafür andere da sind. Naja. Jetzt werden wir uns erstmal drum kümmern, noch ein bisschen was an Armee technisch umherzustellen. Wir holen uns noch einen Field Commander. Ausbildung läuft. Field Commander sind Anführer im Bodenkampf. 25% mehr Gesundheit und erhöhte Sichtweite bei allen Einheiten. Finde ich gut. Brauchen wir. Zwar nicht unbedingt zwingend, aber naja. So, wir haben drei Aufklärer, wir haben einen Sturmtrupp. Wow. Okay, was haben wir jetzt überhaupt? 4, 3, 3, 2. Okay, dann rüsten wir mal auf. Rekrutiere Soldaten. Hier hätte ich gern 4 Stormtrooper. Beziehungsweise. Rekrutierung abgebrochen. Die Truppen werden ausgebildet. Dann brauchen wir Rekrutiere Soldaten. Hier einen Kundschafter. Einheit wird zwei produziert. Mauler und zwei. Ja. Wir bräuchten 3. Melde mich wie befohlen. ATST. Und 2 Kundschafter. Die wir dann alle zu Fondo, zu Vader schicken. Unsere Flotte. Verstanden. Können wir mal aus dem Orbit rausziehen. Hier. Melde mich wie befohlen. Da passiert jetzt eh nichts. Noch nichts.
Und wir haben jetzt zu Beginn erstmal ein paar kleine Patrouillenkreuzer der Tartan-Klasse, kleine Korvetten und eine Fregatte der Akklamator-Klasse. Melde mich wie befohlen. Die Akklamatoren haben 3 TIE Fighter und 1 TIE Bombergeschwader. Hat Stärken sowie Schwächen, finde ich gut. Ihre Befehl. Kann man gut finden, kann man auch nicht gut finden. Der Field Commander kommt jetzt als allererstes mal nach. Fähre unterwegs. Melde mich wie befohlen. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Folge und sehen uns dann in der nächsten Folge von Star Wars. Bis dahin, auf Wiedersehen.